Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Anigo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir die letzten Gespräche noch abgeschlossen in Lastanbell. Dann haben wir hier noch so einen Typen gefunden, der uns irgendwie zum Katzdorf bringen kann, wenn wir einen hochrangigen Seraph kennen. Und dann haben wir noch so ein Medusa-Viech erledigt. Ich gehe mal hier kurz was futtern, um zu gucken, ob hier ein Skit kommt. Ja. いや、惚れ惚れする一撃だったな。 なぜ今回は？スレイは答えを出した。ロゼはその力になりたいと思った。何も変わってないだろ。そういう意味じゃ。その通りだな。ロゼの方がスレイのことをよく考えているのかもしれない。つっても本当のところは本人に聞かなきゃわからないがな。いや、聞く必要はないよ。僕が信じればいいことだ。そうかい。オッケー。 Dann müssen wir nach Elysia oder Elysia, glaube ich, weil wir müssen ja noch weiß ich nicht, in der Story da voranschreiten, weil ich habe so das Gefühl, also ich habe nicht das Gefühl, ich kann nirgendwo hinreisen, das ist das Problem. Ich kann nur bis zu Damensee und also was hinreisen, ich kann nicht nach Pendrago und also was gehen. Also ja, würde ich gerne noch diese Portion hier noch erledigen, damit wir ein bisschen wieder den Freiraum zurückbekommen. Weil sonst, weiß ich nicht, kann ich Osgood nichts machen, habe ich das Gefühl. Wir nur wissen, Arondachwald. Kann ich mich da importen? Ich glaube nicht, da ist kein Dingens, ne? Da, wo sind wir gerade hier? Nähe von da haben sie. Wo ist denn das Gebiet hier? Ja. Ich gehe einfach so rein. Mein Gott. Seehafenhöhe. Okay, sind wir. Dann gehen wir von da aus nach Arondachwalz. Ja. Plural. Gut. Wenn wir da schon weiter sind, hoffentlich können wir dann zu anderen Orten hinporten. Warum können wir eigentlich nicht zu anderen Orten hin? Kann ich nach Pendrago und Co. gehen und hier geht es auch direkt weiter. War bestimmt auch voll der Kampf und so, ne? Oh. Oh Mann, wo mir fällt gerade auf. Wart. Sah ja nicht letztes Mal auch so aus. So, Titel hochgestuft. Zeig mal. Großer Hirte. Der Antwortgeber. Jeder hat jetzt so goldene Sachen. Okay. Warte mal. Du brauchst Angriff und Fokus. Wer ist mit Angriff und Art Angriff? Der Antwortgeber. Ja, das ist Gold also. Angriff und Fokus, Angriff und Art Angriff. Ja. Ja. Obwohl nur Art Angriff und irgendwas anderes wäre besser. Verteidigung zum Beispiel, die Gläubige. Angriff braucht sie gar nicht. Ja, okay. Gut. Hier gab es aber auch noch einige Wege. So, seid ihr jetzt stärker hier, ihr Gegner? Ja, oh Gott. 72, Junge. Ja, sein Name ist doch Urtrend, nicht Elster. Ist er etwa älter als Layla? Oh mein Gott.
Ja, glaube ich nicht nachgeguckt, hat Mikrofon angeschlossen. Ich hoffe natürlich, es ist nimmt trotzdem auf, auch wenn ich einmal nicht nachgucke. Ja, genauso läuft es dann immer. So, wo ist Layla? Seid doch bestimmt anfällig gegen Feuer. Nö, ihr seid. Ah. Guck mal so. Doof. Muss auch mal jemand anderen steuern außer Sorry. Obwohl halt so gut wie alle Let's Player immer machen, immer nur einen einzigen Charakter spielen, immer. Von denen, die ich bis jetzt gesehen habe, ich gucke mir nicht so viel Tales of Let's Plays an. Zu irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso. Ich wollte schon sagen, hier waren noch ein paar Steine. Ganz am Anfang. Habe ich mich schon ganz am Anfang gewundert, wie man da vorbeikommt. Nicht, du hast nur darauf gewartet, dass ich das aufhebe, oder? Na klar. Oh Himmel. Das. Vor allem ist nirgendwo ein Speicherpunkt der Nähe. Das heißt, dahin kommt wahrscheinlich voller miese Kampf. Und ich krieg Probleme. Soufflé. Hm. Hi. Oh. Du hast nur 23.000 AP. Oh. Oh. Planänderung. So. Schön vom Weiten abschießen. Also du zauberst, dann kriege ich nämlich hier Probleme. Der heilt sich. Ich möchte ungern schon so früh K.O. gehen. So, jetzt haben wir noch mal. Jetzt fehlen, glaube ich, nur drei. Oh Gott. Boah, das war ja... Bist du rausgeflogen? Ich habe keine Tränke des Lebens. Mann! Ja, das ist gut. Das ist gut. Mal schön auf ihn drauf. Komm schon. Ist auch noch ein Monster. Ein sehr, sehr starkes Monster. Komm. Man muss doch auch gegen alles widerstandsfähig sein. Das ist so von nicht fair. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Das ist natürlich ein Zeichen sehr guter Vorbereitung. Oh Mann. Ja, komm. Nee, da müssen wir noch mal. Da machen wir noch mal neu. Dreck. Das ist jetzt wie ein Fallout. Da passiert in den ersten 10 Minuten auch immer irgendein Scheiß. Ich komme nicht voran, weil ich dauernd verrecke und dann geht es erst weiter. Genau das gleiche jetzt hier passiert. So, vor allem bevor ich die Aufnahme begonnen habe, habe ich gesehen, dass ich noch keine jetzt kommt ein anderes Skit. さあ、サウナ行こうぜ。ミクボも。僕は後でいい。反論は却下。男は裸の付き合いが。いかにゃく。何なんだよもう。という Also, ich
ああ、lebt in seiner eigenen Welt. Okay. Savate, please stop it. Ah, nochmal. Ich möchte das Skit auslösen, was wir gerade gesehen haben. Okay, gut. Warum jetzt ein anderes Skit kam? Keine Ahnung. Erstmal müssen wir was kaufen. So ein Dreck. Gut, nochmal das Ganze. Nur mit weniger Files. So. Ja. Der verkauft, glaube ich, den jetzt, ne? Nein! Hey! Oh, eine neue Waffe, was? Habe ich gar nicht. Jetzt muss ich noch extra irgendwo anders hin. Mir hat vernünftiges zu kaufen. Wäre jetzt ziemlich übel, wenn ich jetzt nicht irgendwo hingehen kann und mir ja Tränke des Lebens kaufen kann. Das wäre ein bisschen unfair gerade. Genau, ich mache, weil ich die Läden hier nicht aufgelevelt habe oder so. Ich begegne ich auch ein paar Nebenquests noch. So, ich muss mir jetzt Tränke des Lebens verkaufen. Danke. Mehr verlangt man doch nicht. So. Dann nochmal das Ganze. Wir müssen nach Seeaffenhöhe. Arondachwald. Da wir natürlich so viel erreicht haben, speichere ich erstmal. Gut. Mann. Ich wollte eigentlich so ein paar Nebenquests machen, aber da ich ja nirgendwo hin kann, ist das ein bisschen schwierig. Den einen Typen ignorieren wir jetzt auch noch. Den Ubi. Mich da angegriffen hat. Der hat mich angegriffen. Ja, der hat mich nur selbst verteidigt. Ja. Okay, erkennen wir jetzt. So. Ich glaube, irgendein Titel habe ich hier umgeändert, ne? Ja, von Layla. Art Angriff und Verteidigung. Aber es gibt mir nur wenig Art Angriff hoch. Ja, aber sie hat 700. Aber es geht dann um 100 runter. Auf Verteidigung kann sie auch brauchen, weil sie so derbe oft. Okay. Kommt halt nur 100 weniger, so 60, 80. So, du bist aber ein normales Monster, oder? Ja, ich habe dir gerade Verteidigung hochgegeben. Was machst du da schwer? Ja. Ja. Kann der Layla eigentlich Edna steuern? Kommt auch nicht dazu. Ich könnte auch Layla steuern und die ganze Zeit Artangriffe spam. Wird es bestimmt auch bringen. Ja, den jetzigen Artangriff. Ja,
knapp her. Ich geh immer mehr Leute hier. Hör auf damit. Stop it. So, wir nehmen die Fresse. So. Oh, Layla hat einen riesigen Artangriff. Layla hat einen riesengroßen Artangriff. Sollte gehen, was ich sagen wollte. So, dann ignorieren wir gekonnt den einen Typen. So, gegen euch habe ich jetzt auch nicht mal gekämpft, ne? Boah. Und bis da knüppel ich mit meinem Schirm. Ah, der ist ein Angriff oder nicht? Ah. Oh, sehr gut, kommt wie gerufen gerade. Mach irgendeinen fertig. Machst du nicht, okay. Vielleicht kriegen wir ja sogar ein Level up. Ja, du geh weg. Da. Du später. Jetzt kann ich die ganzen Steine hier kaputt machen. Wenn ich mich gewundert habe, was machen die? Wie kann ich die kaputt machen? Ach so, am Pennen. Kannst du es wagen zu pennen? So, Schwäche gegen Erde ist ja perfekt. Das ist ein echt enger Pfad zum Kämpfen. Oh, ich liebe es, den Angriff zu spammen. Jetzt gehe ich da rein. Komm her. Eldal. Was? Komm her. Komm mal so. Reflex. Verteidigung und Angriffskraft. Ja. Weniger Verteidigung von seinen 700, ja. Jetzt hat er 666 Angriffskraft. Ich hab's immer gewusst. Okay. Mag solche Labyrinthe nicht. Oh Gott. Zum Glück habe ich Windschreiten. Kriegst mich nicht. Bin zu schnell für dich. Ja, verdammter Dreck. Ja. Ach, ich hab schon wieder. Boah. Warte, brennt. Brennt. Hab gesagt, brennt. Was ist das? Wieder einfach so übertrieben. Es war nicht so stark, aber sieht so übertrieben aus. Feuerversteck. Majestätische Flamme. Oder so ähnlich. Oder Königsflamme, irgendwie so, hat keine Ahnung von Madara.
So. Okay. Hm, rotes Kraut. Aber Windschreiten ist gut. Feuer, ne? Ne, schneiden. Oh mein Gott, ich musste mal wieder mein Schwert benutzen. Im Gegensatz zu den Spinnenweben von damals. Und dann ist jetzt doch sicher eine Entdeckung. Oh Gott. Schon wieder bin ich. Kommst du mal her? Ja. Aber das Spiel ist echt darauf ausgelegt, dass man in den normalen Kämpfen seine Dinge einsetzt. Ja. Was? Was? Da war noch ein Stehenangriff. Ja, aussieht, da ist so eine kleine Ecke, in der wir kämpfen und hier sind voll die Massenvernichtungsangriffe. Immer noch kein Level Up. Mann! Du kannst mir nicht sagen, dass hier nichts ist. Wir warten, das Skit hatte ich ganz am Anfang gefunden habe mit Mikleo und Sorel. Boah. Heute Trank. Hm. Ja, wo war ich schon und wo nicht? War ich hier so in der Ecke? Ich glaube nicht. Mann. Oh, nee. Was? Kämpft er jetzt auch mit? Der Typ steht jetzt da in der Mitte. Ist der kein Gegner? Da wäre es nur Entdeckung, kann das sein? Oh ja. War gleich die Zeit schon wieder vorbei. Wir haben gar nicht so viel erreicht. Was haben Level Up? Ja. Yeah. Du bist kein Gegner, ne? Das sind so viele Sachen, ne? Habe ich die alle schon mal entdeckt oder was? Ich will nicht erwarten, dass ich mich daran noch erinnere. Das ist, was weiß ich, 2-3 Monate her jetzt. So, da ist noch ein Weg, also kann ich ja nicht hier was übersehen haben. So, warte mal, Erkenntnis, ein Titel. Ach ja, genau. Gut. Lernen kann ja niemand mehr was. Ist auch so ein Ding, merke ich gerade. Schlitz. Hey, Schlitz. So. Was? Da. Ah, da sind Tote, aber wer ist für die Toten da verantwortlich? Brotzeug zum Rauchen. Ich sage, ich mache hier schon einen Schnitt. Bah! Ich habe immer noch Sorry ausgewählt als Charakter. Verbinden. Los, chill out. Chill noch mal. Okay, okay. Da habe ich schon so eine irre Trainingssession zugelegt, ne? Ich dachte, ich würde eigentlich so auf dem gleichen Level sein, aber irgendwie sind die Gegner immer noch stärker als ich, das kann doch nicht wahr sein, irgendwie. Welche Level war der Drache? Immer mit 80 bestimmt. Die gehen dann echt noch bis auf Level 101 zu, ne? Wo hell da ist. Okay.
Oh, komm, Schmetterball. Boah. Aus wie die Mystiker, nur in Miniform. Okay. Dann werde ich mal genau hier einen Schnitt machen, weil ich ganz genau weiß, da kommt jetzt wieder eine 10 Minuten Cutscene. Und ja, dann machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Terraria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.